Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchten wir dir zeigen, was du bei Steißbeinschmerzen tun kannst. Das Steißbein ist der unterste Teil unserer Wirbelsäule hier unten und besteht aus vier Steißwirbeln. Diese Zahl kann variieren. Das Steißbein steht in Verbindung mit verschiedenen Muskulaturen und mit den Beckenbodenfaszien. Schmerzen in diesem Bereich hier unten können sehr unangenehm sein. Und die meisten Beschwerden treten beim Sitzen auf. Es gibt ganz verschiedene Auslöser für Steißbeinschmerzen. Wir konzentrieren uns in diesem Video auf muskuläre Ursachen, die vor allem durch zu langes oder falsches Sitzen ausgelöst werden. Wenn deine Steißbeinschmerzen sehr stark sind, dann empfehle ich dir auf jeden Fall einen Besuch beim Arzt, um abzuklären, welche Ursache deine Steißbeinschmerzen haben. Und wenn du jetzt Tipps möchtest und Übungen, wie du deine Steißbeinschmerzen lindern kannst oder ihnen vorbeugen kannst, dann mach jetzt einfach unsere Übung mit und ich wünsche dir viel Spaß bei unserem Video. Wir machen jetzt vier Übungen, mit denen du Steißbeinschmerzen lindern kannst. Für die erste Übung leg dich erstmal auf eine Matte. Die Arme liegen einfach entspannt neben dem Körper und die Beine richtest du jetzt etwas auf in einem wirklich festen Stand hier. Wenn du die Position hast, dann hebe jetzt mal deine Hüfte hoch, so dass du hier eine gerade Linie hast. Ja, der Rücken hat eine gerade Linie mit den Beinen. Du merkst dann auch hier, wie das dann etwas anstrengt. Und halte die Position ruhig ein paar Sekunden. Atme tief ein und aus. Und dann lösen wir einfach wieder auf, indem wir die Hüfte wieder auf den Boden senken und die Beine ausstrecken. Es gibt direkt für diese Übung auch eine Variation. Dafür kommst du jetzt einfach in dieser Position nach oben oder, wenn es für dich schwierig ist, dann über die Seite in den sogenannten Langsitz. Stelle jetzt die Arme hier nach hinten und zwar so, dass die Fingerspitzen zu den Füßen zeigen. Ja, wenn du diese Position hast, dann hebe jetzt auch hier Beine, Becken und Rücken hoch, so dass auch hier jetzt eine gerade Linie entsteht. Diese Übung kann auch sehr anstrengend sein. Achte bitte jetzt auch erstmal darauf, dass der Blick zu den Füßen geht, sonst kann das für die Halswirbelsäule sehr anstrengend sein, wenn du da nach hinten kippst. Das ist auch eine Übung, die du 20 bis 30 Sekunden halten kannst, dabei ruhig weiteratmen. Und wir lösen jetzt auf, einfach wieder Becken nach unten bringen. Kannst dich wieder hinlegen, so wie Laura das jetzt macht, und erstmal wieder entspannen. Die nächste Übung ist jetzt eine Mobilisierungsübung. Du legst jetzt immer noch auf dem Rücken, die Hände und Arme liegen entspannt neben dem Körper. Stelle jetzt wieder die Beine auf und zunächst nimm ein Bein nach oben, sodass du mit einem Bein quasi Fahrrad fährst. Wir nehmen jetzt erstmal das linke, dass wir die linke Seite hier ein bisschen mobilisieren. Ganz langsam, entspannt, schön runde Übungen machen. Und dann können wir auch mal das andere Bein nehmen, heb dafür das rechte Bein hoch. Und zuletzt nehmen wir jetzt das andere Bein auch noch dazu. Das ist jetzt so, wie wenn du Fahrrad fahren würdest, nur auf dem Rücken. Diese Übung, die mobilisiert die Beckenbodenmuskulatur. Und das ist auch ganz gut für das Steißbein, weil die Beckenmuskulatur ist eben die Muskulatur, die das Steißbein umgibt. Und mit dieser Übung mobilisierst du diesen Bereich. Das Ganze um das Steißbein herum wird ein bisschen lockerer. Das ist eine Übung, die ist nicht so anstrengend, kannst du eine Weile zu Hause durchführen. Und wir lösen jetzt aber wieder auf, indem wir einfach die Beine wieder ausstrecken und ein bisschen nachspüren. Die nächste Übung ist eine kräftigende Übung. Komme dafür in den Vierfüßlerstand auf deiner Matte. Schau, dass die Hände und Arme wirklich jetzt einen kräftigen Halt geben. Die Füße stellst du nicht auf, sondern streckst sie so nach hinten aus. Und hebst jetzt mit dem nächsten Einatmen die Knie etwas an. Die kommen nach oben. Du hältst kurz die Spannung und dann sofort ausatmen und kommst wieder runter. Das ist eine dynamische Übung. Du kannst jetzt immer wieder mit den Knien hochkommen
kurz die Spannung halten und wieder ausatmen, wieder runterkommen. Mit den Knien hoch, Spannung halten und wieder runterkommen. Das ist eine Übung, die kannst du zu Hause wie immer ein paar Mal ausführen. Mach so 10 Wiederholungen, das Ganze dynamisch, achte auf die Atmung, dass du hier nicht die Luft anhältst, sondern schön mit den Übungen ein- und ausatmest. Und dann können wir jetzt wieder auflösen, einfach zurückgehen und nachspüren. Mit der letzten Übung gehen wir jetzt mal an die Faszien ran. Nimm dir dafür einen Faszienball. Wir haben hier zwei verschiedene Größen von den Ergotopia-Bällen, aber wenn du keinen hast, kannst du es auch mal mit einem Tennisball probieren. Das geht erstmal auch. Und lege den Faszienball jetzt eben auf die Gesäßmuskulatur oder unter die Gesäßmuskulatur, eben da, wo das Steißbein drumherum ist, und fahre da rüber. Vor allem hier in der Außenseite wirst du merken, dass es ganz schön schmerzhaft sein kann. Aber das ist eben gut, weil diese ganzen verklebten Faszien da durch eben aufgelöst werden und die Muskulatur wird entspannt, was dann wiederum Steißbeinschmerzen lindern kann. Ja, du siehst das hier sehr schön, einfach mit dem Ball über die Muskulatur fahren. Grundsätzlich ist es ja auch so, dass Steißbeinschmerzen verschiedene Ursachen haben, wie du im Intro gehört hast, aber ein Hauptgrund ist natürlich, dass viele sitzen. Und deswegen ist es gut, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag auf einem Stuhl sitzt, sondern auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat. Da kann man dann auch schon mal stehen. Und natürlich auch wichtig, eben einen guten Bürostuhl zu haben, weil mit einem guten Bürostuhl wird das Steißbein eben erst gar nicht in so eine schmerzende Position reingebracht. Was dabei auch noch helfen kann, wenn du Probleme jetzt beim Sitzen hast mit Steißbeinschmerzen und dich vielleicht auch gefragt hast, worauf ich hier knie, ist ein sogenanntes orthopädisches Steißbeinkissen. Das kannst du dir auch einfach auf deinen Bürostuhl drauflegen und das vermindert wirklich Steißbeinschmerzen und auch Rückenschmerzen. Das ist hier auf der einen Seite rutschfest, dass es nicht rutscht auf der Stuhloberfläche, und wie gesagt, einfach auf den Stuhl legen, mal ausprobieren, hilft wirklich bei Steißbeinschmerzen. Und ich brauche sie jetzt zum Knien, dafür ist es auch ganz gut. Kann man natürlich wirklich vielseitig einsetzen, auch im Zug, im Flugzeug oder überall, wo du es eben dann brauchen kannst, weil es hat eine sehr gute Oberfläche hier, man kann weich sitzen. Ja, wenn du jetzt auch zu Hause das mit dem Ball ausprobiert hast, können wir jetzt mal mit der Übung aufhören. Und da hast du jetzt hoffentlich einige Übungen mitbekommen, die du zu Hause anwenden kannst, wenn du Steißbeinschmerzen hast. Wenn du jetzt Interesse an dem orthopädischen Sitzkissen bzw. Steißbeinkissen hast, dann findest du unten in der Infobox auch einen Link, wo du ja noch mehr darüber erfahren kannst. Ich hoffe, dir haben die Übungen gefallen und sie helfen dir auch weiter. Ich würde mich über einen Like freuen. Weitere Informationen findest du auch auf unserer Website. Abonniere gerne unseren Kanal und ich freue mich, dich nächste Mal hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Also bis dahin, tschüss.